Hey ho, willkommen zurück zu Terranigma. Ja, im letzten Part haben wir die Geister der See zerstört. Und jetzt sind wir in Liberita, okay? Also ein neuer Kontinent. Wo ist die Prinzessin? Du bist wohl nicht besonders schnell, alle anderen sind bereits an Land. Du bist Graf, richtig? Ich habe den Brief des Mädchens für dich. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen, Frauen eben. Wie, sie ist jetzt einfach weg? Toll. Ich sollte sie auch beschützen. Das habe ich doch, Hydra oder wie sie hieß, versprochen. Och nö. Nö, nö, nö. Oh, das ist aber ein großes Gebiet hier. Internationaler Handel bringt multikulturelle Beziehungen. Oh, interessant. Oh, gucken wir uns erstmal den Hafen hier an. Gucken, ob wir da was finden. Seeleute berichteten von einem Nixenmantel. Er soll robuster sein als alles von Menschenhand geschaffen. Okay, aber hier sehe ich noch ein Kristall. So, obwohl ich die eigentlich gar nicht brauche, weil ich mir eh keine Magien kaufe irgendwie. Ich habe auch noch nie wirklich Magien im Kampf eingesetzt. Okay, hier ist also nichts weiter. Dann war das Ganze hier nur für den Kristall. Warum denn nicht? Meine Kristalle kann man ja bestimmt mal gebrauchen. Da unten ist auch ein Schiff. Okay, komme ich aber nicht hin. Ja, dann würde ich sagen, begutachten wir den neuen Kontinent. Ja, ja. Hier ist auch wieder viel Kram wahrscheinlich zu sehen. Okay. Ah, das wird wahrscheinlich wieder so eine Brücke sein, ja. Colorado. Da war ich doch schon mal, oder nicht? Ach, ich bin jetzt auf der anderen Seite hier. Aber da war ich doch schon mal hier. So ähnlich zumindest. Ach, egal. So, Liberita. Hallo. Du bist zum ersten Mal in Liberita. Hier ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. Muss ich mir jetzt hier alles angucken? Oh, na gut. Gehen wir erstmal jetzt in. Oh. Du willst also bleiben? Das kostet 10 Taler. Nö. Nö, nö. Aber hier, das Büchlein. Schwupp. Dudududu. Sehr gut. So, wir haben uns eingetragen. Was finden wir denn hier so? Leute, mit denen wir reden können? Ja, da oben ist einer. Ich heiße Heinz. Ach so, du wieder. Menschen werden sich niederlassen. Das gesamte Land. Blablabs, blabs. Okay. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Das heißt, ich könnte diese Stadt wahrscheinlich auch entwickeln lassen. Ach, da habe ich ehrlich gesagt nicht viel Lust drauf. Ah ja, Händler. So, hast du was Interessantes? Nein, aber du. Du hast doch bestimmt irgendwas. Das Ding habe ich doch schon. Diese Waffe erhöht die Kraftpunkte. Ah. 24. Ja, ich habe ja auch schon was Gutes, denn. Jetzt von der Garde getragen. Ach, weißt du was? Ich kaufe dir jetzt nichts ab. So, ne, da wird der Magie-Shop drin sein. Schätze ich mal. Und hier haben wir die Kneipe. Dies ist ein freies Land. Lass es dabei, mal einen zu trinken. Oh, ich habe was getriggert. Du bist mir aber ein Faulenzer. Geh lieber wieder in die Arbeit. Okay, ich habe was getriggert. Gut. Und du hier? Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn dir das nicht passt. Ich habe doch eins gesagt. Bourbon ist nicht schlecht, aber ich bevorzuge etwas Erfrischenderes. Bourbon, nicht Bourbon. Bourbon. Ach, Entschuldigung. Okay. Du? Im Westen liegt der reißende Colorado. Wir wollten eine Brücke bauen, aber es war ein glatter Reinfall. Ja, das ist dann wohl so, ne? In Lyoto soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es. Ein Clown? What? Hey Bruder, wie siehst du denn aus? Krach mit der Freundin, hm? Freund der Nacht, ich werde dir was zeigen, das dich aufheitert. Danach sagst du dir mir deine Meinung. Einverstanden? Okay. Er fährt nur ein Skateboard hin und her. Anderes macht er ja nicht. Hm. Ich gehe jetzt nicht an das Telefon ran. Nein, das tue ich nicht. Guck mal hier den neuen Skateboarder an. Okay. Ja, Tony Hawk, bist du bald fertig? Ja, es ist unfassbar toll, was du da machst. Ja, tolle Flicklacks oder wie die Dinger heißen. Ganz toll. Ganz toller Mann. Bist du bald mal fertig?
Ja, du kannst toll hüpfen. Grandios. Ast rein. Tolle Moves. Tschüss. Ach, jetzt fährt er weiter. Na gut, ich dachte ich. Na, wie war's? Geht's dir besser? Ja und ob. Wow, coole Show. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich wusste es, die Skateboard-Kunststücke hauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff? Dann kommst du also von weit her. Hey, wie wär's? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber. Sei nicht so, nur für einen Sprung, ja gut. Beim Reden schon deine kleinen Kumpel? So ungefähr, komm mit. So, dann mache ich das mal. Weil ich vermute mal, dass ich dadurch irgendwas getriggert habe. Hier lebt ein Mann, der sehr viel von gutem Essen versteht. Seine Meinung bestimmt, ob Speisen Weltruf erlangt. Also ein Gourmet. Freundchen? Ach, da wahrscheinlich rein, denn ja. Gut. Wer ist da? Perry wird stinksauer, wenn ich Fremde reinlasse. Nee, ich bin mit Perry unterwegs, also von daher passt es. Wir haben einen Gast, kommt alle mal her. Ich möchte euch jemanden vorstellen, der kommt von weit her. Los, Kinder, kommt her. Es gibt noch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier. Von links Angie, Wolfie, Harry, Annie. Hey, wo ist Anita? Anita, Anita. Wahrscheinlich in Mexiko. Anita sucht draußen nach Will. Was, aber sie ist noch so klein, oh mein Gott. Hör zu, ich werde nach Anita suchen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, aber du hast es ja gehört. Warte eine Weile, okay? Muss ich jetzt hier bleiben oder kann ich. Ja, ich kann mich frei bewegen. Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unser Freund. Der älteste Mann hier heißt Will. Will baut ein Flugzeug. Cool, oder? Ja. Warum nicht, ne? Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Also muss ich wahrscheinlich nach Seeheim, denn. Okay. Was gibt's denn noch hier zu entdecken? Viel zu viel Kram. Mist, es klappt nicht. Was läuft hier schief? Ey, du bist doch Dingens von drüben, ne? Ich heiße John. Und ich beschäftige mich mit der Elektrizität, aber plötzlich blieb der Prototyp stehen. Kannst du sie für mich verschieben? Logo. Verschieben? Das soll helfen? Komische Maschine. Bitte versuche es mit aller Kraft. Welche Richtung muss ich denn schieben? Ey, soll ich noch immer schieben? Bitte versuche es mit aller Kraft. Ah! Oh, okay. Jetzt habe ich sie komplett kaputt gemacht. Ich hab's. Ich muss die Reibungshitze in Elektrizität verwandeln. Vielen Dank, du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Ich werde gleich mit dem neuen Forschungsprojekt beginnen. Ja gut, dann mach das, nachdem ich mich für dich verletzt habe. Toll. Ach Gott, die Stadt ist zu groß. Und es passiert ja kaum was. Also, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Ja klar. Was ist dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim. Aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Ja, dann mache ich das halt. Ich muss ja so oder so nach Seeheim. In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn und schätzen seine Kunstwerke. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich sollte ja ein Gemälde jemanden ja zeigen. Die drei Mädels. Wenn es um Mode geht, sind wir ziemlich. Du hast ja so recht. Ich habe doch ein Kleid. Wir sind die Trendsetter in Mode. Du hast ja so recht. Zeigst uns etwas, das uns gefällt, werden wir dich belohnen. Ja, gerne. Ich habe doch hier dieses tolle Kostüm. Ja, ausgerüstet. Grande Madonna, wo hast du diese Klamotten her? Traumhaft. Gibst du sie uns? Klar. Also, wenn ihr sie unbedingt haben wollt, nehmt sie in Gottes Namen. Oh, wow, wirklich. Yippie, Yahoo. Bitte nimm das. Vielen Dank, Süßer. Graf wird mit Küssen bedacht. Oh. Sein Blutdruck erreicht ungeahnte Höhen. Genial. Cool. Willst du länger hier bleiben? Wir wollen uns ändern. Und wenn ich jetzt einmal rausgehe und wieder rein, haben sie denn die Klamotte an? Ja. Sieh nur die Kleider, die du uns gabst. Sie passen wie angegossen und sind total cool. Du hast ja so recht. Oh Gott. Zicken. Ich hau hier ab. So. Und hier wohnt Tom. Okay. Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speisen und ich belohne dich.
Habe ich was zum Futtern für ihn? Fiebermittel, Orchidee, kann man nicht essen. Ne, tut mir leid, ich habe nichts für dich. So. Ich hätte vielleicht ein Croissant mitnehmen sollen oder sowas. Naja, egal. Unser Getränk wird aus gewürzten Pflanzensaft hergestellt. Nur 10 Taler. Ja, dann nehme ich ein. Pflanzensaft muss ich probieren. Danke. Lecker. Mein Cousin probiert auch gerne neue Rezepte aus. Wenn du nach Seeheim kommst, musst du ihn besuchen. Ja, dann mache ich das. Hey, probiere dein Glück bei unserer Lotterie. Ein Los kostet 20 Taler. Gut, zieh ein Los. Erst bühlen. Du gewinnst eine Heilknoddel. Ja, toll. Vielen Dank. Für nichts. Okay. Weiter umsuchen. Hier war ja der Skateboarder. Okay, dann, ja, dann habe ich hier alles gesehen. Ja, dann rein nochmal. Da. Und einmal. Moment, brauche ich nächtigen? Ne, brauche ich nicht. Ja, dann gehe ich nach Seeheim. Wenn ich hier jetzt soweit durch bin, dann kann ich nach Seeheim gehen. So. Okay, wo ist Seeheim? Wahrscheinlich ist das hier Seeheim. Ja. War irgendwie auch logisch. Dieses Jahr bescherte mir eine hervorragende Ernte. Das ist auch gut, ne? Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Wärst du vergiftet, verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte. Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verendet, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Ja, ich war schon oft genug vergiftet. So. Servus, mein Sohn ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlich, man kann hier gut leben. Ja. Und du? Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Ja. Aber ich sollte hier doch irgendwelche Sachen machen. Was ist mit dir denn los? Ich sah etwas, als ich arbeitete, blitzte etwas am Himmel. Dann rauchte es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Was ist das hier? Achso, das ist eine Kuh. Okay. Ich habe schon gewundert, was das sein soll. Okay. Ah. Da oben ist eine Truhe. Da komme ich hin. Aber die ganzen Krüge hier wegwerfen. Da. 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 Und so. Und ein Vital-Elixier. Sehr gut. Ja, ich habe die Elixiere immer noch nicht genommen. Die sollte ich mal irgendwann nehmen. Okay. Ey, was ist das denn hier? Kann ich da auch rein? Nee. Nur so ein Vogelhäuschen. Großer Bauernhof. Wo sind die Freundin, zu der ich hin sollte? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Wie soll ich die Würste zubereiten? Braten. Warum pürierst du sie nicht? Braten? Dafür brauche ich einen Grill. Mal sehen. Ja, das kriegst du schon hin. Ja. Du? Bei den fünf Seen soll eine mysteriöse Kreatur leben. Mein verstorbener Mann behauptete, dort ein Tier gesehen zu haben. Okay. Oh Gott. Bitte wie Kram. Eine Nachricht für mich? Was von Sam? Oh. Der Typ scheint mich immer noch zu mögen. Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund. Sag das Sam. Hallo. Oh, okay. Das wird ihm das Herz brechen. Das wird ihm echt das Herz brechen. So. Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Dazu äußere ich mich nicht. Ist hier oben noch ein Gebäude? Nö. Okay, hier ist wieder so ein Poppy. Geh ich hier mal rein. Hier ist wieder so ein Ümchen. Hihihi. Hohoho. Gute Güte. Okay. Und Poppy, was hast du zu sagen? Vor einiger Zeit sah ich ein Mädchen in eines der Häuser gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen, wo sie wohl abgeblieben ist. Ja, aber ich muss doch eigentlich Dingens finden, oder nicht? Hm. So, dann habe ich langsam auch keine Ahnung mehr. Naja, egal. Hier war doch, glaube ich, auch irgendwo so ein Inn. Genau hier. Vielleicht finde ich da ja die beiden Leute. Das kann ja auch gut sein.
Nee, hier ist nur ein riesen Zimmer ohne was. Und auf der anderen Seite. Oh Mann, du blöder Sack. Nee. Willkommen, wie kann ich helfen? Achso, der kauft nur Müll. So. Ich bin auf der Suche nach den Drachenanker in Great Lakes. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Ich fürchte mich vor der Gegend rund um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Ja gut, dann speichere ich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part und mache dann beim nächsten Mal weiter. Also bis dahin. Tschüss.